welchem Europa wollen wir leben? Da gibt es diese Leute, die sagen, die Antwort auf die Globalisierung, auf die globale Entwicklung im 21. Jahrhundert ist die Renationalisierung. Die Leute, die uns sagen, die Antworten auf Donald Trump, die Antwort auf Xi Jinping, die Antwort auf Wladimir Putin, die Antwort auf die ökonomische Stärke Chinas, die Antwort auf das aufsteigende Indien, die Antwort auf die Stärke der Vereinigten Staaten von Amerika ist die Größenordnung Luxemburg, Lettland, Litauen, Österreich oder was weiß ich. In dieser Welt, in der wir leben, glauben, der Wettbewerb würde noch auf der Ebene von Nationalstaaten stattfinden. China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Alle europäischen Staaten gemeinsam 500 Millionen. Wenn Großbritannien austritt, sind es 430 Millionen. Indien hat 1,1 Milliarden Einwohner. Diese beiden Nachbarländer mit 2,5 Milliarden Menschen stellen ein Drittel der Erdbevölkerung. In der Demokratie, wo alle mitbestimmen, wo ihr alle hier mitbestimmt und wir als Sozialdemokratische Partei dafür kämpfen, dass wir das, was wir partizipative Demokratie nennen, auch verwirklichen, dass in der Demokratie jeder mitbestimmen kann. Jeder Mann, jede Frau, jede Familie, jeder Alte, jeder Junge. Jeder, der schlau ist und jeder, der weniger schlau ist. Jeder, der Geld hat und jeder, der weniger Geld hat. In der Demokratie gibt es eine Gleichberechtigung. Und das sind die Leute, Marine Le Pen, das ist der Strache, das ist der Salvini oder Orban oder dieser Gauland und die Weidel bei uns. Und die reden dann von einem dekadenten System, weil wir die Demokratie verteidigen. Und was sehen wir gestern? Diese Leute kannst du kaufen, wenn du eine russische Oligarchentochter bist. Was für eine Schande! Diese Leute erteilen uns, den Pro-Europäern, Lektionen. Wir seien dekadent, wir seien verkommen. Europa sei elitär abgehoben, weiß der Teufel wie. Und es geht bei dieser Europawahl ja auch um diese Frage. Gewinnen die oder gewinnen die anderen? Gewinnen die überwältigende Mehrheit von Menschen, die für eine Idee steht, nämlich für diese Idee, auf der Europa aufgebaut worden ist. Das ist die Idee von Toleranz, Respekt und gegenseitigem Verständnis. Das ist die Idee, dass Nationen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Und ich meine nicht nur diese Grenze hier, die physische Leben ermöglicht hat, von denen unsere Eltern nicht mal zu träumen gewagt haben, was Einkommen, soziale Sicherheit, Grundrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie und vor allen Dingen Frieden anging. Keine Generation in diesem Land, nicht hier in Scheibenau, nicht im Elsass, nicht in der Südpfalz, keine Generation vorher. Auf dem ganzen Kontinent hatte diese Region fast 70 Jahre jetzt dieser Sicherheit, der Kooperation, die das Resultat einer Idee war, nämlich der Idee, dass die Nationen sich nicht abschlachten, sondern über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, dass sie sich verzeihen können und in gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Toleranz miteinander leben. Jetzt stellt sich doch für uns die Frage, wie sichern wir das im 21. Jahrhundert für unsere Kinder und deren Kinder? Du kannst im Deutschen Bundestag, wenn die AfD redet, die Uhr stellen. In deren Reden kommen drei Schlüsselbegriffe immer und immer wieder vor. Der Thomas und ich hören uns an, wir sitzen öfter im Bundestag nebeneinander. Das sind drei Schlüsselbegriffe, da kannst du merken, wie sie systematisch dran arbeiten. Migrant, rot-grün, versifft, Lügenpresse. Da kannst du die Uhr nachstellen, am fünften Satz, die Migranten sind an allem schuld. Egal welches Thema. Wer nicht berichtet, was er will, was ich will, dass er berichtet, ist Lügenpresse. Und dieses System ist marode, es ist dekadent. In jeder Rede drei Begriffe. Migrant, rot-grün versüfft, Lügenpresse. Ich sage meinen Kollegen immer, das ist Mechanik in der Politik. Muss doch mal genau hinhören. Ersetzt doch mal Migrant durch eine Religionsgemeinschaft. Rot-grün versifft durch Bolschewistik und Lügenpresse durch Systempresse. Das sind die Reden von Josef Goebbels. Sind schon einmal im Reichstagsgebäude gehalten worden. Das sage ich mal als Sozialdemokrat eins in dieser Phase. Der ersten Deutschen Republik und meine Partei hat die verteidigt und die wird auch die zweite Deutsche Republik verteidigen gegen diese Typen und gegen diese Leute. Sind ja nicht alleine. Das sind die Zerstörer von innen. Mein Land zuerst, sagte Herr Salvini. Italia prima. La France d'abord, sagt Marine Le Pen. Deutschland zuerst. Wenn alle sagen, mein Land zuerst, ich zuerst, wir zuerst, heißt das immer die anderen danach. America first.
Ist das das Modell des 21. Jahrhunderts für die nächste Generation bei uns? Nicht in China. Einen Mindestlohn gibt's hier, nicht in China. Ökologische Standards müssen unsere Stahlproduzenten einhalten, die nicht. Warum steigt der Trump denn aus dem Klimaschutzabkommen aus? Warum der Herr Bolsonaro, dieser Trump-Adept in Brasilien? Warum steigen die aus dem Ökoabkommen aus, aus dem Klimaschutzabkommen? Einfach, weil dann die Produktion in den USA billiger ist. Die geringsten Grundrechte, die geringsten sozialen Rechte und die hemmungsloseste Ausbeutung von Mensch und Natur ist ein Wettbewerbsvorteil in dieser globalen Welt, in der wir leben. Und wie wollen wir uns denn dagegen schützen? Das geht doch nicht, indem wir uns in unsere Einzelteile zerlegen, sondern genau umgekehrt mal begreifen, dass wenn wir den europäischen Markt, den reichsten Markt der Welt, auf den alle mit ihren Gütern und Dienstleistungen wollen, richtig organisieren, dann könnte man zum Beispiel so einem Typen wie diesem Bolsonaro, der den Regenwald abholzen will, ein schwerwiegender Verstoß gegen das Klimaschutzabkommen sagen, kannst du machen. Aber die Tropenhölzer, die du produzierst, die kannst du dir behalten. Auf den europäischen Markt bringst du die jedenfalls nicht. Daraus kommen wir doch.